Was geht, Freunde der Karten? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Marvel Snap. Und heute habe ich geile Informationen für euch, denn wir haben die Entwickler-Roadmap bekommen. Und Bro, das wird so geil. Allein schon, dass ein neuer Spielmodus kommt, nämlich Conquest. Und das soll, ich weiß nicht, ob wir hier ein Bild haben, nein, haben wir nicht. Das soll so eine Art Arena-Modus werden, der wird dann aufgeteilt in Bronze, Silber, Gold, ich glaube Vibranium und Infinity. Und da wird es dann so sein, dass ihr wie in einem Turnier gegeneinander spielt. Und wenn ihr dann bestimmte Gewinne habt, dann kriegt ihr halt weitere Tickets, die ihr für den nächsten Kampf benutzen könnt. Und wenn ihr dann gewisse Items erreicht habt, könnt ihr die in einem separaten Shop eintauschen. Und ja, also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Hier steht es auch nochmal: Wenn Sie ein Conquest-Match beginnen, wählen Sie zunächst aus, in welcher Liga Sie antreten möchten. Proving Grounds, ach da ist noch ein anderer, das ist wahrscheinlich einfach nur Training, keine Ahnung. Bronze, Silber, Gold, Vibranium und Infinite. Und Testgelände wird immer spielbar sein, also dieses Proving Ground. Aber Spieler benötigen das entsprechende Ticket, um Zugang zu höheren Rängen zu erreichen. Tickets erhältst du, indem du eine Liga-Serie in der vorherigen Stufe gewinnst. Zum Beispiel, wenn du eine Silberserie gewinnst, erhältst du ein Gold-Ticket. Spieler gewinnen eine Liga-Serie, indem sie drei aufeinanderfolgende Gegner besiegen. Ich weiß es natürlich nicht, wie das mit Proving Grounds ist, ob du dann halt immer ein Bronze-Ticket bekommst oder halt irgendwie anders das Bronze-Ticket bekommst. Das steht jetzt hier nicht. Wenn es so ist, ist es natürlich cool, weil das könnte auch für euch als Zuschauer einfach nochmal spannender sein, mir dann zuzusehen, weil ich dann immer wieder in Proving Ground reingehen kann, hole mir dann immer wieder Tickets, versuche mich dann wieder an Bronze und so weiter und so weiter. Wir denken, dass der Kampfmodus eine super unterhaltsame Marvel Snap Art ist und ich bin auch froh, dass es nicht wie bei Hearthstone halt Arena ist, wo du random Karten nehmen kannst. Wobei das hier vielleicht sogar besser klappen würde als bei Hearthstone. Conquest lässt die Kampfmodus spielen, wann immer sie wollen, gegen die beste Konkurrenz, um eine Belohnung zu erhalten. Das Team bla 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 bla. Verbesserung beim Kartenerwerb. Und das ist halt auch so ein Ding. Ich muss sagen, ich bin aktuell recht zufrieden. Schwierig könnte es aber für die Leute werden, die immer später anfangen. Weil ich habe ja relativ früh noch angefangen. Mir fehlt eigentlich nicht mehr viel. Ich habe jetzt auch Darkhawk bekommen und Spider-Man gezogen. Das heißt, von den wichtigen Karten fehlt mir eigentlich nur noch Galactus. Thanos, der wahrscheinlich sowieso einen Nerf kriegt. Shuri, die wahrscheinlich auch sowieso einen Nerf kriegt. Und Null. Dann habe ich natürlich noch Negasonic Teenage Warhead nicht und so weiter. Aber das sind alles so Karten, wo ich sage, ja, die sind lustig zu haben, aber aktuell sehe ich die noch nicht in einem Deck, deswegen ist es nicht so wichtig. Und da wird auch dran gearbeitet, es wird mehr Tokens geben, wir erhöhen die Menge an Tokens, die auf der Sammlungsstufenleiste für alle Spieler verdient werden, die noch nicht alle Karten der Serie 4 und 5 gesammelt haben. Ab Sammler Level 500, da bin ich schon weit drüber, Spieler zwischen 200 und 600 Tokens in Collector Caches und Collector Reserven verdienen, unabhängig davon, ob sie Serie 3 abgeschlossen haben oder nicht. Dies ist eine Vervierfachung für Spieler, der die Serie 3 noch nicht abgeschlossen haben. Sobald eine Kartenserie abgeschlossen ist, werden Caches, die eine Karte aus einer Serie enthalten hätten, nun durch 100 Token ersetzt, was dann dafür sorgt, dass ich auch nochmal 100 Tokens zusätzlich bekomme. All diese Änderungen werden zu mehr Token für Leute führen. Wähle deine Karte. Karten der Serie 3 haben jetzt einen eigenen Bereich im Shop. Einmal pro Season können Spieler, die Serie 3 noch nicht abgeschlossen haben, eine kostenlose Serie 3 Karte anfordern, die ihnen hilft, ihr Lieblingsdeck zu füllen und der Vervollständigung ihrer Sammlung bla 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 bla. Jetzt bin ich nur etwas irritiert, weil was ist, wenn eine Karte von Serie 4, die ich noch nicht habe, auf Serie 3 abrutscht? Das würde ich gerne noch wissen, was dann ist. Kommt die dann da rein und ich kann sie dann wählen? Also dann wären ja Serious Drops für mich nochmal praktischer, weil wenn ich eine Karte der Serie 4 noch nicht habe und die rutscht dann sogar in 3 oder so, wäre das sogar ganz praktisch. Überarbeitung des Token Shops. Wöchentliches Spotlight. Wenn eine neue Karte der Serie 5 veröffentlicht wird, wird sie in den ersten Wochen in Marvel Snap sofort in meinem eigenen Abschnitt vorgespielt. Sobald die
Weekly Spotlight Karte gekauft haben, wird dieser Abschnitt ausgeblendet, bis die nächste neue Karte veröffentlicht wird. Wenn Sie bei der Veröffentlichung die neuesten Karten haben möchten, ist hier das, worauf Sie gewartet haben. Die Series 5 Karten kosten, glaube ich, weiß gar nicht. Also entweder waren es 6.000 oder 10.000, ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss sagen, das hier ist ganz gut, wenn man dann auch noch diesen Pin zum Festsetzen setzen kann, dass die vielleicht nicht sofort verschwindet, wäre das sogar nochmal umso besser, weil es ist natürlich gerade für die Leute, die sehr, sehr hoch sind und viele Tokens angesammelt haben, weil die einfach schon alles haben, sehr praktisch, weil die sich dann sofort die neueste Karte holen können. Für mich ist das aktuell noch nicht so 100% der Punkt, weil, hey, ich gebe jeden Monat 10 Euro aus und ich habe noch nie Infinity erreicht. Aber es ist nicht schlimm, weil ich gebe halt nur 10 Euro aus und das macht den deutlichen Unterschied. Es gibt halt auch Spieler, die haben sich das Ding für 120 Euro geholt, wo ich mir denke, bescheuert. Hättet ihr einen Dollar bezahlt, hättet ihr 92 Euro nur bezahlt und selbst das wäre immer noch zu teuer. Aber grundsätzlich ist das erstmal eine coole Sache. Dieser Abschnitt funktioniert, also Series 4, 5, dieser Abschnitt funktioniert genauso wie zuvor, erhält aber nur Karten der Serie 4 und 5. Dieser Abschnitt enthält eine Karte, die sie nicht von allen derzeit verfügbaren Karten der Serie 4 und 5 besitzen, rotiert alle 8 Stunden. Das ist also auch nochmal gut für mich, der nur noch 4 und 5 Karten eigentlich braucht, ist dann hier auch nur eine Karte drin, die ich noch nicht besitze. Was natürlich den Vorteil hat, früher war es nämlich auch so, dass teilweise Varianten da drin waren. Ich werde mir nie eine Variante kaufen. Ich hole mir erst immer Karten, die ich noch nicht habe. Das heißt, ich hole mir bestimmt keine Variante. Das ist wahrscheinlich das, was auch früher die Leute gemacht haben, die halt jetzt sehr viele Tokens über haben. Die haben sich einfach irgendwelche Varianten geholt. Aber ansonsten finde ich das schon mal eine gute Sache. Und das zeigt wieder, der Entwickler hört Feedback, schaut nach Feedback und bearbeitet Feedback. Was halt andere, Dragon Ball Legends, nicht machen. Und das feiere ich so an den Entwickler. Ultimative Varianten sind einige der epischsten Varianten im Spiel. Wir finden, dass sie auch einen eigenen Abschnitt verdient haben. Wir verschieben ultimative Varianten aus dem Weg, Karten der Serie 4 und 5 zu sehen und in ihre eigene Rotation, die, ja, das macht es auf jeden Fall besser. Verbesserung im Ranglistenmodus. Wir haben Ihr Feedback zu Ranglistenmodus gehört und sind uns einig, dass es an der Zeit ist, einige Änderungen vorzunehmen. Der Ranglistenmodus ist eine schwierige Funktion, die richtig hinzubekommen ist. Und wir wollen eine richtige Balance, bla bla bla. Gucken wir, was sie machen. Matchmaking-Algorithmus. Wir verbessern unseren Matchmaking-Algorithmus, um qualitativ hochwertigere Matches für alle Spieler zu erstellen. Einschließlich eines Updates, das verhindert, dass Spieler gegen einen Gegner antreten, der mehr als 30 Ränge entfernt ist. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Unendlich MMR-Boden. Keine Ahnung, was die Übersetzung jetzt bedeutet. Wenn jemand den Unendlich-Rang, also Infinity-Rang, erreicht hat, machen wir einen Schnappschuss seiner Matchmaking-Bewertung. Für den Rest der Season darf ihr MMR diesen Wert nicht unterschreiten. Diese Änderung richtet sich an Spieler, die absichtlich viele Spiele im unendlichen Rang verlieren könnten, um ihre MMR für die nächste Season fallen zu lassen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, wenn man Dingens ist, hier Infinity, dann kann man gar nicht mehr fallen. Aber es haben wohl offensichtlich absichtlich Leute verloren, damit sie möglichst weit nach unten rutschen und dementsprechend sehr schnell wieder nach oben kommen können, also viele Ränge gewinnen, um wahrscheinlich auch Missionen und Sonstiges zu machen. Und sind dann natürlich schnell wieder auf Infinity. Erleichtert das Spielen? Kann sein, dass auch manche das zum Decktesten benutzt haben. Keine Ahnung. Aber es kann aber auch, dass, sagt mal schnell, hier die Metatierliste durcheinander bringen, weil wenn man jetzt mit irgendeinem krassen Deck sehr weit von unten oder mit einem semi-krassen Deck von unten nach oben spielt, kann es dazu führen, dass das Deck krasser bewertet wird, obwohl es gar nicht der Fall ist. Weiß ich noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Weil, ich sag mal, wenn du weiter unten bist, hast du natürlich den Vorteil, dass du die Mission einfach besser erledigen kannst, weil ich hatte da bisher keine Schwierigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man ganz weit oben spielt, ob man dann nur gegen sehr nervige Decks spielt. So, ich denke mal, oben sieht man fast nur Thanos, deswegen kann ich jetzt nichts zu sagen, werden die schon ihre Gründe für haben. Spieler, die den Infinite-Rang erreicht haben, treten nur gegen andere Infinite-Rang-Spieler an. Das ist völlig in Ordnung und legitim. Wir wissen, dass noch mehr zu tun ist. Wir denken, dass der aktuelle Weg zur
Wiederaufstieg auf den Rang einer früheren Saison zu schwierig ist. Zu diesem Zweck untersuchen wir Änderungen daran, wie viele Würfel pro Rang erforderlich sind, wie viele Bonuswürfe gewährt werden, wenn ein Spieler eine neue Stufe erreicht und möglicherweise wie viel von einer Zurücksetzung jede Saison anfällt. Diese Zahlen werden derzeit aktiv ausgewertet, daher haben wir keine weiteren Details und teilen sie bla bla bla. Ich finde, da sollte man tatsächlich sowas machen wie bei Hearthstone, dass man so Safe Steps einbaut. Wenn du zum Beispiel Rang 30, Rang 60, Rang 90 erreicht hast, dass du selbst, wenn du dann verlierst, nicht mehr zurückfallen kannst. Das wäre doch eigentlich schon eine gute Sache, weil sagen wir jetzt mal, du bist auf Rang 90 und jetzt hast du eine Pechsträhne. Snaps, wo du nicht snappen sollst und sonst was und verlierst dann, keine Ahnung, 27 Cubes. Dann bist du schon wieder fast 3 Level runtergefallen und das ist halt super nervig. Ich sag mal, diese 5 Stufen Anhebung, also dass man 5 Ränge noch on top kriegt, wenn man halt eine Rangstufe erreicht, ist schon mal ein Bonus. Das funktioniert auf jeden Fall super gut, kann ich sagen, weil ich bin jetzt Rang 75 und das habe ich noch nie erreicht. Aber es wäre halt auch gut zu wissen, ey, wenn ich jetzt eine Pechsträhne habe, ich kann nicht mehr unter Rang 70 rutschen. Weil das hatte ich nämlich letzte Season. Ich war schon Rang 68 und bin irgendwann sogar unter... ich war über 60 und bin dann hinterher sogar weiter runtergerutscht auf Rang 50. Ich war auf 58, so. Und bin dann sogar einmal auf 49 gerutscht. Ja, das hat mich natürlich mega abgefuckt. Wenn ich aber gewusst hätte, okay, ich kann gar nicht unter Rang 50 fallen, wäre ich da schon mal safe gewesen. Unendlich Rangüberarbeitung. Für die meisten von uns war der Aufstieg in Unendlich Rang unsere höchste Errungenschaft. Und wir haben großartige Neuigkeiten. Wir überarbeiten Infinite Rang komplett, damit ihr Erlebnis nicht mit Infinite endet. Es ist erst der Anfang. Wir möchten ein aufregendes und faires Schlachtfeld für unsere erfahrensten Spieler schaffen. Bla 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 bla. Sobald Spieler in Unendlich Rang erreicht haben, werden ihr eigenes Ökosystem getrennt, das zwei wichtige Zahlen hervorhebt. Skill Rating Score. Dieser Score ist ihr persönlicher Skill Rating Score. Es ist ähnlich wie Matchmaking-Bewertungen. Sie können sehen, wie sich ihr Skill-Rating-Score nach jedem Spiel ändert. Also das, was Hearthstone auf Legend auch macht. Finde ich ganz okay. Ist nochmal so ein bisschen Challenge. Wer hat den höchsten Score? Benachteiligt keinen, also ganz okay. Leaderboard-Rang. Ihr Freund hat immer behauptet, er sei der beste Marvel-Snap-Spieler. Jetzt werden wir es herausfinden. Dies ist die Ranglistennummer, die auf Rangfolge der Fähigkeitenbewertung ihres Infinite-Spielers basiert. Okay, finde ich cool. Dann sind noch ein paar Sachen in Entwicklung. Zum einen der PC-Widescreen. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese Balken und den ganzen Quatsch einbauen. Intelligente Decks, was auch immer das heißt. Avatare und Titel nach Deck. Okay. Personalisierter Shop. Okay. Globales Matchmaking. Ich dachte, das wäre eigentlich schon gewesen. Ja, das Ding ist, was ich mir persönlich noch wünschen würde, wäre es nicht geil, wenn es Fraktionen gäbe? Zum Beispiel haben wir ja die Agents of S.H.I.E.L.D. drin. Wie wäre es mit Agenten? Wir haben die Bösewichte, wir haben die Helden, wir haben, ich sag jetzt mal Objekte oder Equipment, also die, die Infinity-Steine, Cerebro, wir haben, den Dingens-Jet. Wir könnten zum Beispiel auch dann sowas bekommen wie... hier leuchtet es gerade ein bisschen hell rein. Wir könnten auch sowas bekommen wie das Schild von Captain America. Oder verschiedene Ironman-Anzüge. Wäre auch geil. Webshooter. Stellt euch mal vor, ihr habt sowas wie Webshooter, der einfach sagt, keine Ahnung, hier kann... Also der kostet dann irgendwie 1, hat 2. Und der ist so eine abgeschwächte Spider-Man-Form oder irgendwie sowas. Oder hat einen Vorteil, wenn man ihn mit Spider-Man zusammenspielt, dann löst sich sein Effekt nochmal aus und Spider-Man bekommt plus 3 Angriff oder sowas. Das wäre doch auch sowas. Dann haben wir sowas wie Equipments. So. Weil wir haben ja auch Thors Hammer. Das wäre eigentlich cool. Stellt euch vor, es gibt halt eine Karte, die dann sagt, ziehe 2 Objekte oder Equipment-Karten aus deinem Deck oder irgendwie sowas. Das wäre auch cool. Das könnte man auch machen. Wäre meiner Meinung nach auch ein cooles Matchmaking, weil man auch solche Karten einführen könnte, wie für jeden Bösewicht bekommt, was weiß ich, keine Ahnung, dieser Bösewicht nochmal plus 2. Oder man könnte den auch noch sozusagen den Standort zuordnen, dass man so zum Beispiel sagt, Luke's Bar, in Luke's Bar bekommt, weil ich weiß gar nicht, dann wird der, glaube ich, weggenommen. Wenn du Luke's in Luke's Bar legst, werden deine Karten nicht wieder weggenommen oder so. Dann hättest du einen signifikanten Vorteil oder sowas.
Irgendwie sowas, so ein Sondereffekt, der nochmal durch die Standorte kommt. Das könnte ich mir auch ganz cool vorstellen, müsste man halt gucken. So, dann haben wir hier noch Gilden-Sozialsysteme. Sammelbare Emotes, Karten-Emojis. Mystische Varianten. Ich muss sagen, ich bin von den Varianten gar nicht so geflasht. Ich würde mir nämlich wünschen, dass manche Varianten eher eigene Karten wären. So zum Beispiel verschiedene Venom- und Carnage-Formen. Würde ich mir eher wünschen, dass das halt nochmal einen anderen Effekt hätte, weil ich finde es einfach schade, dass das nur Varianten sind. Und ich meine, ein Carnage, der sich mit einem anderen Wirt verbindet, hat ja auch andere Fähigkeiten. So, weil warum hat Venom überhaupt die Fähigkeiten von Spider-Man? Weil er sich vorher mit Spider-Man verbunden hat. Hätte der das nicht gehabt, hätte Venom ganz andere Fähigkeiten. So, es gab ja schon andere Wirte vorher und die haben ganz andere Fähigkeiten gehabt. Es gibt auch verschiedene Venom, die einfach Blaster-Funktionen haben. Agent Venom ist zum Beispiel ein ganz anderer Venom als Venom. So, und ich glaube, Agent Venom könnte hier auch nur eine Variante sein und das finde ich sehr schade, weil Agent Venom nutzt einfach Knarren und das wäre dann einfach viel cooler, wenn der dann auch irgendwie einen anderen Effekt hätte. Ich mache mich mal hier dunkler, weil das sieht gerade ganz komisch aus, weil im Hintergrund leuchtet gerade die Sonne wie bescheuert durch meinen Greenscreen durch. Ja, auf jeden Fall das. So, dann haben wir hier PC-Controller-Unterstützung. Weiß ich nicht. Ich würde mir lieber nochmal so einen Button wünschen, wo ich zum Beispiel nicht erst irgendwie wo draufklicken muss und dann nochmal wo draufklicken muss, wo er dann halt sagt, okay, wieder zurückführen zum Standard, sondern dass er einfach einen Button hat, da drücke ich einmal drauf und die Karten werden direkt wieder zurückgenommen, sodass ich, weil es ist immer doof, dass ich die nach der Reihe wieder zurück auf die Hand nehmen muss. Das ist halt irgendwie blöd. Dann kommt noch ein Testdeck-Modus. Wo ist der Modus ohne Rang? Was ist dieses Testdeck-Modus? Wir wissen, dass Spieler eine schnelle, einfache Möglichkeit suchen, neue Decks oder Strategien auszuprobieren. Und das finde ich auch ganz cool. Das wird auf jeden Fall nochmal ein Ding werden. Hier kommen auch noch einige Sachen. Battle Mode versus Friend, Name Change, Artist Credits. Keine Ahnung. Also ich bin da mal sehr gespannt drauf, was da noch kommen wird. Dann haben wir hier nochmal ein paar Verbesserungen im Detail. Hier sehen wir es auch nochmal. Der Token Shop und so weiter wird sich nochmal ändern. Dann haben wir hier die Veränderung der Tokens. Wir hatten vorher halt 10x100 und 9x200 bis 600. Jetzt wird es 9x100 und 10x200 bis 600 sein. Ist halt nicht so ein Riesenunterschied, aber immerhin. Und Serie 4 Karten bekommen wir so circa alle 40 Sammlerreserven. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass dieses Spiel eine positive Entwicklung macht und ich hoffe, das geht auch weiter so, weil im Moment macht mir Marvel Snap wieder Spaß, weil seitdem ich jetzt das Darkhawk Deck habe, also wieder ein Stückchen höher ist, weil bei Marvel Snap ist halt dieses Problem und da arbeiten die ja auch dran mit dem Matchmaking, so, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit Elektro-Ramp gespielt und das hat auch sehr gut funktioniert, aber ab einer gewissen Grenze ging es dann einfach nicht mehr weiter, du hast nichts mehr geschafft und das war auch am Anfang, als ich, ich bin diese Season mit Rang 20 gestartet und habe ein Nimrod-Deck gespielt und kam dann bis Rang 50 und da war wieder dieses rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und ich bin nicht mehr weitergekommen. Und, oder vielleicht war ich auch ein bisschen über 60, wobei, nein, ich muss 65 gewesen sein und da ging es halt wie gesagt immer rauf, runter. So, das ging dann ein paar Tage so und dann hatte ich irgendwann so keinen Bock mehr. Da habe ich wieder versucht, verschiedene Decks auszuprobieren. Und da ist halt wieder der Vorteil mit diesem Test-Deck-Modus, dass ich dann halt nicht unbedingt Ränge abfallen kann. Das ist halt auch ganz gut. Und da wäre es natürlich auch gut, wenn ich trotzdem gegen Leute spiele, die im selben Rang sind, damit die auch ungefähr gleich starke Decks testen können oder zumindest den gleichen Skill-Level haben. Und dann bin ich auf Elektro Ramp gegangen und bin dann Rang 70 gekommen. Und irgendwo so am, ich bin immer so, oder Rang 75, bin dann irgendwo so 77 und immer wieder rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Dann war ich mal wieder 78, wieder rauf, runter, rauf, runter. Und dann habe ich das Darkhawk Deck endlich bekommen, was ja auch einer der stärkeren Tier-Decks ist. Ich glaube, der ist Tier 1 oder so. Und habe dann sofort, zack, Rang 80, Rang 70 erreicht. Und bin jetzt auf Rang 75 natürlich. Und ab da kann ich jetzt wieder hochranken. Ich glaube, ich bin sogar Rang 76 schon. Und das macht auf jeden Fall dann deutlich mehr Spaß. Und wenn ich natürlich dann auch schneller an Rang 4 und 5 Karten komme, ist es natürlich nochmal umso besser. Und ich betone nochmal, ich habe maximal 10 Euro jeden Monat ausgegeben. Das heißt, ihr müsst nicht mal viel Geld ausgeben und kommt trotzdem weit. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Von meiner Seite aus war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen.
und sage bis zum nächsten Mal. Und heute Abend gibt es auch einen Livestream. Bis zum nächsten Mal und ciao. What a game!